Willkommen zurück. Mit erstmal gucken, ob der Sound richtig ist in der Aufnahme. Zu Lamolana. Ne? Ja. Und wir starten wieder bei der Statue mit dem kleinen Penis. Und es hängt wieder an zu ruckeln. Ich hab's nicht mit Fraps ausprobiert, weil Fraps ist in so Sachen sehr sensibler. Und ich meine, es ist nur beim Bildschirmübergang krass. So, wir wollten ins Feuergebiet nochmal gehen, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Keine Ahnung, denkst du vielleicht, ich pass auf, während du spielst? Oder? Du achtest nur Fails. Ne? Richtig, ich warte darauf, dass du failst und dann lache ich mich darüber tot. So. Weil wir wollen ein Item holen, dass wir nicht mehr in der Lava so schnell sterben. Isis Anhänger Hämmerchen. Ach. Sonic! Boah, Triple Kill. So, bin mal gespannt, wie es jetzt wird. Fängt ja schon klasse an. Oh. Ja, wundervoll. Das kannst du ja keinem antun. So, jetzt habe ich's geschafft. Halb tot, passt. Och ja. Hast doch kaum Lebensenergie verloren. Ja. Ey, wenn das wirklich... Aber was für ein lustiges Item bewahrte ich denn davor, so viel Schaden in Lava zu kriegen? Was kriegst du, feuerfeste Unterwäsche oder? Kann man es zu Unterwäsche zählen? Ich weiß nicht. Siehst das du? Klingt wie ziemlich furchtbare Badehosen. Die Badehosen will ich mal gerne sehen, die gegen Lava resistent sind. Du kriegst so einen Borat-Anzug. Das ist ein Remake bei Hell Temple des Abschlussitems Skimpy Swimsuit. Das sieht wirklich so aus. Mm. Ich weiß nicht, wie es hier ist, deswegen keine Ahnung. Ich habe auch über einen Hell Temple noch nichts gefunden beim Remake, ne? Also, wenn der wirklich Hölle ist, dann. Gut, heißt auch Hell Temple, ne? So, komm. Ja, ich weiß, da haben wir noch ein Secret. Aber ich will jetzt erstmal da hoch. Ey. Du machst das aber nicht mehr lang. So, Quick Save. Wunderbar. So, ja, 7 Stunden 8. Das mit Blind kann ich aus dem Titel streichen. Das habe ich ja schon gesagt. So, und zwar. Das hast du nicht gesehen, ne? Ich hab jetzt. Ach, Moment. So, willkommen zurück. Das hast du gerade elegant verpasst. Habe ich deinen Fail verpasst? Ich sag's nicht. Du sagst es lieber nicht, okay? Du weißt schon, dass ich das später sehe. Es ist so, als wenn du deine Fails nicht aufnehmen würdest. Oh. Ich sitze. Was gibt das da? Auf jeden Fall ist dein Essen warm, ne? Ich will das Essen warm. Ich will das haben. Bunblas hier, Additional Text Memory. Weil jetzt kann ich nämlich. Jetzt haben die zwei sich kombiniert. Jetzt kann ich bis zu 20 Texte speichern. Ey! Boah, jetzt aber ganz knapp. Stefan? Ja. Du siehst noch? Ich hab's wie immer mit einer riesen Verzögerung. Da kommt davon, wenn die Freundin nebenbei Pornos zieht. Was? Okay, das kann ich mit so wenig Lebensenergie, kann ich das knicken. Ich muss mich erst heilen. Das hat dir der Teufel gesagt. Hast du es gesehen in der Plattform in der Lava? Nein, ich habe großartig gesehen, dass du vorhin noch 14 Lebenspunkte hattest und dann hat es einmal geruckelt und dann hattest du 8. Ich wurde ja auf einen Meteor getroffen. Oh, das ruckelt so krass, wir müssen's. Ich finde das jetzt so toll, wenn du an den letzten paar Schlangen jetzt noch gestorben wärst.
Ja, das Stefan, richtig schön in die Schlange gelaufen. Ich glaube, wir machen das so, dass ich das wirklich so hochlade, jetzt die zwei Aufnahmen da, dass wenn ich wieder zu Besuch bin, dass wir dann aufnehmen können. Ohne irgendwelche Ruckler. Richtig. Weil, ich meine, das macht auch für mich, ist es schon wirklich schwierig zu spielen, krass ja gesehen. Mit der Ruckelei ist es... Es ist wirklich nicht zumutbar. Also gerade in einem Spiel, wo so oft präzise Sprünge ankommt, kannst du es, glaube ich, relativ schnell knicken. Aber wir machen dann einfach eine große Spielsession, wo ich daneben sitze und mich kann. Jetzt ist es aber echt ganz krass. Wahrscheinlich, weil das Gebiet wieder am Laden ist. So, und zwar, wir sehen da oben einen Stein. Vielleicht, weiß ich nicht. Oh, das ist erstmal noch was zum Lesen. Jetzt poppt es auf. Die Eden suchen, öffne die vier, die hatten wir doch schon mal. Keine Ahnung. Diese Textbox hatten wir schon mal. Dann ist die doppelt. Tja. So, und dann müssen wir das hier ganz schnell rein, noch mal. Gewicht hinstellen und wieder raus. Dann siehst du, mit 8 HP hätte ich jetzt wahrscheinlich Probleme gehabt. Und schieben das einfach da drauf. Im Remake ist es so, das Podest ist ungefähr hier in der Mitte, in der Luft. Ich muss das jetzt zeigen. Und du hast drei Steine. Der eine ist hier irgendwie in der Lava, den du schieben. Nee, das ist ein Knopf und ganz, ganz komisch. Aber das kannst du auch glitschen, indem du den ganz linken Stein so an den Rand stellst hier, dass der drüber hängt. Gehst ganz nach vorne und kannst draufsetzen. Also ist auch backbar. Und hier erhalten wir das Ice Cape. Damit sind wir jetzt in der Lava sehr, sehr resistent. Man kriegt jetzt ganz, ganz langsam Leben abgezogen. Was ich natürlich realistischer finde als im normalen Spiel. Weil da kriegst du gar keinen Schaden mehr. In der Lava. Kannst du schwimmen gehen. Okay. Ja, vor allen Dingen ist auch nicht so, dass die Lava nicht, also an einem popligen Cape nicht vorbeiläuft, ne? Ja. Lava in eine Schuhe, wen stört das schon? Ja, stell ein Spiel nicht in Frage, dass die Drachen per Post schicken, ne? Ja, richtig, das hatten wir ja schon. Auf Englisch klingt es aber besser. So, ich weiß gar nicht, ob wir die Karte geholt haben hier. Nein, haben wir nicht. Dann machen wir noch die Karte. Dann holen wir eine Karte. Ja, ein Umhang, der vor Feuer, der von Eis gegen Hitze schützt. Ein Umhang aus Eis, der vor Feuer schützt. Hitze. Alter, mein Englisch ist so grottenschlecht. Ich werf dann immer die Wörter so durch. Ich werf die Wörter immer so durcheinander, das ist unglaublich. Meins ist ja nicht groß besser. Money burning a hole in your pocket. Time to smell. Das ist ein guter Werbespruch. So, hier haben wir Space Capster, das wollen wir natürlich nicht. Wir brauchen das Geld. Wir müssen nur einen alten Opa Windeln kaufen. Ja, das Leben als Zivi ist teuer, ne? Nee, ich weiß warum, weil Shurikens brauche ich ganz viele. Aber wir gehen doch gleich zum Boss. Die Flare-Gun haben wir schon, das ist sehr gut. Weil das Geld geht am Anfang, meiner Meinung nach, so wie ich spiele, sehr, sehr intensiv in Munition und halt alles. Noch. Weil die Pistole werde ich mir dann noch bald zulegen. Die kostet ja 100. Dann brauche ich noch sehr viel Shurikens. Echte Männer gehen in den Nahkampf. Also ich bin dafür, dass du das Spiel durchspielst. Nee, der Standardball. Nee, wenn du gleich den Boss siehst in der Wüste, im Tempel der Sonne, dann willst du nicht mehr Nahkampf machen. So, jetzt holen wir als erstes mal noch die Karte. War erstmal Geld. Geld, Geld. Ja, wir brauchen Geld. Und tote Skelette. Geht ein zweites Mal sterben. Oh, der sagt sogar was. Mhm. Er hat die Schlangen geärgert. War so. Ja, ich habe die Schlangen verärgert, dabei wollte ich es mir nur näher ansehen. Bim, 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 bim. Du bist schon wieder am Spielen, ne? Ja. Ich habe noch immer die Textbox. Wenn die Schlangen geärgert sind, wird sich's öffnen. Ja, wenn die Schlangen geärgert sind. Ja, stimmt doch so, ne? Ja, wenn du die Schlangen verärgert hast, wird sich der Weg öffnen.
Was musst du machen? Den auf den Kopf kacken? Nee, ich muss so schlagen. Mit dem total geilen Geräusch. Jetzt habe ich... Obtained. Map. Oder wie Links, wie Horst benutzen würde. Obtained Klopapier. So, dann Mensch, gehen wir. Ich weiß, wie du Klopapier benutzen musst. Bist dumm, Alter. Dann gehen wir in Temple of Sun. Weil zum Boss kommen wir jetzt. Wir könnten zwar zum Boss, aber. Wir haben das Ankjubel dieses Landes noch nicht. Im Endeffekt ist es egal, aber alles sollte schon seine Richtigkeit haben. Weil nicht, dass ich da irgendwie später durcheinander komme. Man gewöhnt sich aber echt an die ruckelnden Übergänge. Sie im alten PC. Oh Mann, ey. So, willkommen zurück. Markierung setzen wegen Skype und so Bild. So, irgendwo, wir müssen hier nach rechts. Hast nicht viel verpasst, ich bin nur irgendwo runtergesprungen. Und zwar diese Tafel ist jetzt wichtig. Meditiere unter Wetchet. Mach nix, nur beten. Einfach nur, das werdet ihr sehen. Aua. Stefan? Ja. Hab ich richtig übersetzt? Ja, du hast es richtig übersetzt. Yay, get money! Ich bin allein zu Hause, mitten in der Nacht, 20 nach 12, brüll ich da rum, ins Fenster ist offen. Sehr gut. Ja, ich kann auch noch ein bisschen rumbrüllen, hier sind ein paar Familien im Haus, aber was soll's. Ja? Heatproof Case. Das ist nicht wirklich vonnöten, weil das bewirkt einfach nur, dass man ins Menü kann, wenn man unter Lava ist. Und das Waterproof Case... Dafür ist es... Ja. Oh, ich habe mir das Wasserfeste gekauft, weil das ich dachte, ist für Wasser. Das bestimmt das braucht ich dachte, boah, das ist das ja ist total wichtig. Das ist wichtig für Wasser. Weil wenn du noch nicht die Scales 4 hast und unter Wasser bist... So, natürlich laufe ich den Gang mit der Sackgasse. Natürlich. Warum nicht? Wallolum nicht, du versteck dich nicht, du versteck dich nicht. Der heilige Fisch. Was? Ach, guck mal da, wenn man davon spricht. Heilige Fisch, ja, in diesem Stein, verwandelt sich in die, Schuppensphäre, wenn er poliert wird von der Maid der Reinheit. Es soll dich, bewahren vor, unreinem Wasser. Jo, die haben wir ja schon. Hier. Scalesphere. Das mag Geld. Oh, das da unten. Könnte dies eine Falle sein? Ich bei den vielen Skeletten? Halte ich für einen. Glaube ich nicht, ne? So, was haben wir denn hier? Es dauert immer ein bisschen, bis er es hat. Ja, bis ich das mal sehe. Rufe nach der Macht der Zwillinge. Die Zwillinge sind zwei in einem. Die Zwillinge sind identical to each other. Sind halt identisch zum anderen, ne? Ja, sind halt, ja, sind gleich. So, und hier haben wir Wetchet. Nicht Ratchet, sondern Ratchet, und wir bleiben jetzt einfach mal stehen. Weil wir sollen ja do nothing. Do nix. Und bupp, Rätsel gelöst. Weil wenn wir hier jetzt ein Gewicht drauflegen, fällt die rote Pupille runter. Au. Jo. Ist das so ein Instant-Tod-Ding oder du verlierst nur viel? Ich glaube, in diesem Spiel ist alles Instant-Tod, was runterfällt.